Der Magnetpin. So ein Magnetpin zu basteln ist eine ganz einfache Sache und eine wirklich nützliche. Ihr braucht dafür folgende Sachen: einen Kronkorken, eine gebogene Haarklammer, einen kleinen Magneten, etwas Klebstoff, ein Stück bunten Filzstoff, ein paar Filzstifte. Als erstes malt ihr den Kronkorken an, nehmt irgendeine Farbe, die euch gefällt. Und dann klebt ihr die Haarklammer auf die Oberseite des Kronkorkens und darüber den Magneten. Schneidet jetzt eine hübsche Ecke aus dem Filzstoff aus, wie hier zum Beispiel ein Spiegelei, und das klebt ihr dann auf die Unterseite des Kronkorkens und der Magnetpin ist fertig. Bereit für wichtige Notizen, die man an den Kühlschrank heftet, zum Beispiel euren Wunschzettel zum Geburtstag.